Novize, Bishop hier. Du schlägst dich gut bisher. Ich gebe dir einen kleinen Boost. Wir haben einen gewaltigen Durchbruch erzielt. Durch tiefgehende Datenanalyse erfuhren wir, dass der Weise, den wir suchen, ein Großmeister der Templer war. Derselbe Mann, den Arno verfolgt. Viel besser geht es ja gar nicht. So, alle Updates wurden installiert. Nutze sie sinnvoll. Wir hören uns. Na, jetzt wissen wir es aber. Meister der Einhandwaffen, Meister der Stangenwaffen, Meister der schweren Waffen, Abrollen, Doppelattentat, dickeres Fell. Also wir kriegen schöne neue Assassinenfähigkeiten hier bei dieser schönen neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du eingeschaltet hast. Da schauen wir doch direkt mal rein. Da kriegen wir jetzt richtig guten Kram hier. Lernen Sie Schwerter und andere Klingenwaffen zu meistern und starke Angriffe einsetzen zu können. Halten Sie mit ausgerüstetem Schwert gedrückt, um diese Fähigkeit nutzen zu können. Alles klar. Lernen Sie Stangenwaffen zu meistern, um starke Angriffe einsetzen zu können. Halten Sie mit ausgerüsteter Stangenwaffe. Ja, können wir uns jetzt eh nicht leisten, weil wir uns ja verkleiden in der letzten Folge geholt. Das mag den einen oder anderen aufregen. Mich nicht. Ich fand es ein lustiges Feature und vielleicht werden wir es auch noch anwenden. Ja, die Geldbeutelbombe lohnt sich einfach überhaupt nicht. Sequenz 2, da haben wir nicht wirklich was Neues. Hier können wir 6 Punkte investieren und dann endlich Schlossknacker Lehrling. Mittlerweile habe ich aber das Oh, Luftdoppelattentat. Das ist natürlich auch ultra gut. Ah, was haben wir hier? Abrollen. Sehr praktisch, wenn es mal von höherer Ringe, von höheren Orten runtergeht. Da kann man dann deutlich was, das nehmen wir direkt mal mit, ganz ehrlich, weil es kostet gerade nur 2 und so haben wir direkt was Neues zum Start der neuen Folge. Der letzten Folge ist gut. Die lief ja an der letzten Episode, ihr erinnert euch vielleicht an Lafreniere. So, und jetzt sind wir hier wieder im schönen Paris. Wow, gleißendes Licht, da wird gerade, da verändern sich gerade die Lichtverhältnisse enorm. In diesem Gebiet gibt es übrigens Alarmglocken. Wissen wir ja, weil, das hatte ich ja kurz angesprochen, auch gerade jetzt vor just in dieser Sekunde in der letzten Folge ging es heiß her. Wir mussten einen Templer erledigen, einen üblen Burschen Ding festmachen. Und jetzt hätte ich gerne das Luftdoppelattentat, aber ich habe nur das Einzelattentat und dein Kollege merkt es nicht mal, deswegen wird er jetzt so sterben. Wir kommen allerdings wieder zu spät. Ach ja, aber trotzdem haben wir das Massenereignis erledigt. Sehr praktisch. Die sollte man zwischendurch immer mal mitnehmen. So Jungs, ich hätte gerne eure schöne, wunderschöne Truhe, die da steht. Hm? Hättest du was dagegen? Oh, und noch ein Facekick zum Abschluss. Das ist aber echt gnadenlos hier. So, schnappen wir uns schnell mal die Plünderung. Und dann wollen wir auch gar nicht so viel Zeit vertrödeln. Wir haben natürlich in der letzten Folge noch diesen Mantel bekommen. Das bedeutet, wir könnten natürlich auch mal zurückreisen. Jetzt schnappen wir uns aber erstmal hier dieses Trüelchen. Yippie, 150 Francs. Oh, sehr schön, sehr schön. Da freue ich mich. Freue ich mich sehr wohl. So. Ach, das ist so ein schönes Städtchen einfach. Ich könnte echt den ganzen Tag auch damit verbringen, hier durch Paris zu watscheln. Aber dafür haben wir einfach zu viel zu tun. Deswegen will ich jetzt gerade mal einen Blick auf die Karte werfen. Die neue Mission findet hier vorne statt. Und da könnten wir mal wirklich eigentlich, wenn wir... Haben wir da noch was zu entdecken unterwegs? Irgendwie irgendwas? Nee, scheint nicht so. Nun denn, dann würde ich sagen, machen wir hier mal eine kleine Schnellreise darüber. Damit wir nicht wieder eine halbe Ewigkeit brauchen, um dahin zu kommen. Und da sind wir auch wieder oben drauf. Da nehme ich euch natürlich mit. So, einmal runterklatschen hier. Das geht auch ohne Abrollen. Das geht einfach mitten ins Heu. Was für ein perfekter Absprung. Und hier wieder die Revolution voll im Gange. Hier gibt es richtig Stress. Hier muss ich ein bisschen schreien. Wir sehen hier brennende Puppen. Oh Mann, die Revolution, die Revolution. Das ist schon keine Revolte mehr. Wir sind kurz davor, dass der König da bald mal die Guillotine kennenlernt, glaube ich. So, werfen wir nochmal gerade einen Blick auf die Karte. Mir ist natürlich zwischendurch, hatte ich noch eine andere Idee, aber ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist. Da würde ich sie mal hier ganz kurz ein bisschen sortieren. Selektiv kann man auch. Man kann echt viel mit der Karte noch so arbeiten. Da gibt es echt einiges. Ist einiges am Start. Nee, komm, ich würde sagen, wir machen wirklich mit der... Ah, das ist Versailles auch. Das müsste ja auch für unser Nostradamus-Rätsel genau richtig sein. Aber wir markieren jetzt echt tatsächlich mal die nächste Mission einfach. Bevor ich jetzt noch diesen Umhang ausprobiere. Weil wir sind ja gerade tatsächlich auch in der Nähe. Boah, was hier los ist in der Stadt, ne? Das ist immer der Wahnsinn. So, wir rennen da, das ist ein Dieb. Den kriege ich doch niemals, der ist doch viel zu weit weg. Der ist doch schon über alle Berge, der gute Mann. Und den Assassinenumhang werde ich natürlich auch noch mir zulegen. Keine Sorge.
Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt hier ausrüsten kann. Das wäre natürlich ganz cool. Ausstattung? Ich weiß gar nicht, wo das geht. Das müsste ich mal im Off kurz gucken. Wie der das genau gemacht hat, bevor ich jetzt euch hier langweile bei einer Verfolgungsjagd damit. Ah, das checke ich auf jeden Fall mal. Ganz in Ruhe dann. Dann kann ich mir das auch ganz in Ruhe anschauen. Vielleicht haben wir den dann schon in der nächsten Folge an. So. Jetzt der Typ natürlich über alle Berge. Einmal Pause gedrückt, da ist er weg. Ist aber nicht schlimm. Mit dem haben wir uns schon genug rumgeschlagen hier in den Folgen jetzt von Assassin's Creed. Deswegen geht's auch weiter mit der nächsten Mission. Oh. Da gehen wir doch mal über die Brücke, ganz regulär. Die haben wir so selten auch benutzt, die Brücke bisher. Ne? Wir waren ja öfter mal planschen zwischendurch hier in diesem schönen Dreckswasser. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es erinnert mich auch ein bisschen an Das Parfum, falls ihr den Film kennt. Sehr guter Film, meiner Meinung nach. Echt ganz cool. Oder natürlich das Buch. Patrick Süskind hat man ja auch auf einer Schule gelesen. Film fiel mir jetzt gerade zuerst ein. Und wir machen los, vor allem mit dem Jakobiner Club. Ja, auf geht's ins Abenteuer, ins nächste Abenteuer. Paris, 31. März, 1791. 400 bewaffnete Adlige, Honoré? Ohne den General Lafayette. Genug! Die Luft ist geschwängert von eurem Gepolter. Nur heiße Luft und keine Taten. Doch dieser Mann bringt frohe Kunde. Arno, was erfuhrst du von dem Silberschmied? Er ist ein Großmeister der Templer, scheinbar. Vergiftet. Sie holen auf. Germain fertigte sie und noch weitere. Für einen gewissen Mann namens Lafreniere. Bist du sicher? Gewiss. Großmeister de la Serre lobte immer seine Loyalität. Also gut. Ich denke, die Sache ist klar, Arno. Finde Monsieur Lafreniere. Das habe ich bereits getan, Monsieur. Er ist keine Gefahr. Was sagst du da, Pisspot? Ich hatte eine Spur zu Lafreniere. Ich folgte ihr und tötete ihn. Unvorstellbar. Was hast du dir dabei gedacht? Widersetzt euch dem Credo. Den Rat nochmal um die Gangstadt. Seid ihr neues Arschloch? Obwohl der Rat deinen Eifer bewundert, ist es nicht an dir, dein Ziel zu wählen. Du hättest uns Bericht erstatten müssen. Vergib mir, Mentor. Ich habe in ihm den Mann hinter Monsieur de la Serres Ermordung vermutet. Und als ich dann weitere Hinweise vorfand, die für einen groß angelegten Schlag gegen die Bruderschaft sprachen, schritt ich zur Tat. Vermutungen? Hinweise? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Lafreniers Motivation. In seinen Erinnerungen sah ich, wie er einen Brief schrieb, um Monsieur de la Serre vor dem drohenden Betrug zu warnen. Als er von dem bevorstehenden Angriff sprach, erwähnte er einen Club in Marais, doch keines unserer Verstecke. Und was schließt du daraus? Ich weiß es nicht. Ich würde es gern weiter untersuchen. Das gefällt mir nicht. Der Junge ist ein begabter Assassine. Doch ist er besessen von persönlicher Rache. Ein anderer sollte der Spur folgen. Wir haben keine Zeit. Was immer Lafreniere auch plante, es geschieht heute Nacht. Diesmal bat er um Erlaubnis, Guillaume. Ah. Dann geh, sieh, was du findest. Aber überstürze nichts mehr. Ja, Mentor. Dann machen wir eine kleine Hoteltour jetzt heute. Der gute Mann. Den haben wir gerichtet, ohne nachzufragen. Aber es war ja auch keine Zeit und es gibt ja in der damaligen Zeit auch keine Handys, um eben zu sagen, Jungs, passt auf, ist es okay, wenn ich den mal eben Kopf kürzer mache? Macht mir hallo, ja nicht, ne? Hallo. Hallo, mein Freund, wie geht's dir, mein Lieber? Können ja mal ganz kurz eigentlich gucken. Ah, Fähigkeiten, Ausrüstung, Boosts. Fähigkeiten haben wir jetzt natürlich wirklich nicht viel zu machen. Boosts, da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Kosten 100 H, okay, das könnten wir aber am anderen Mal benutzen. So, Verbrauchsgegenstände, will ich mal ganz kurz schauen, dass ich genügend Munition im Petto habe. Einmal alles auffüllen, bitte.
Ja. 5688 Franc haben wir. Und die Medizin müssen wir auch kaufen. Ganz wichtig. Auch wenn wir da viel für den Sammeln, ist es immer gut, da auch ein bisschen was am Start zu haben. Und Phantomklingen kaufen wir auch. Die droppen die nämlich wirklich selten. So, viel mehr kaufen wir nicht. Den Rest, den können wir echt so lassen, wie er ist. Und dann hoffen, dass wir da nachher wirklich eh was kriegen. So, Ausstattung. Haben wir hier noch irgendwelche Monturen? Stimmt, viele wollten ja auch, dass ich mal die Edward Kenway-Montur anziehe. Nur um die mal zu zeigen. Wisst ihr was? Und das machen wir jetzt. Weil das stand ja in den Kommentaren. Und heute machen wir mal die Edward Kenway-Montur. So sieht sie aus. Ich zeige sie natürlich gleich noch im besseren Licht. Arnaud! So, dann hätten wir das nämlich auch erledigt mal, bevor jetzt hier einer meckert. Sarah, du wolltest die Edward Kenway-Montur zeigen. Wie gesagt, ich nehme auch immer einige Folgen im Voraus aus und kann dann solche Sachen halt oft erst später machen. Und oft, tut mir leid, geht's auch einfach unter. Ihr kennt die Problematik. Es ist genauso wie, dass ich jetzt noch dran denken muss, dass ich den Umhang mal später hole. Und da sind wir auch schon. Hi. Hi. Hallo. Oh Mann, jetzt wird's aber tierisch dunkel. Kann ich euch die Rüstung natürlich immer noch nicht so richtig gut zeigen. So düster ist hier in Paris. Jetzt interessiert mich mal, wie die... Ja, stimmt. Das ist zum Glück noch keine Elektrolampe gewesen. Das wäre aber auch ein Fehler. Den würden sich die Jungs, glaube ich, nicht erlauben. Ah, und hier, wo wir gerade dabei sind. Sorry, ich kann dir gerade nicht helfen. Wo wir gerade dabei sind, können wir hier auch mal gerade rumtingeln. Wir müssen mal die Küche finden. Hier! Aha, der Clubsaal. Das war nämlich die geheime Tür, oder? Club Wettstreit, Club erstellen oder beitreten. Was bedeutet die Clubmitgliedschaft? Jede Woche werden die gesamte Credo-Punkte, die von allen Clubmitgliedern, okay. Und hier können wir Clubprofil. Ah, das ist sozusagen ein Clan oder eine Gilde. Das befindet sich also in dieser Geheimtür in der Küche. Dann können wir so einen Club gründen. Zum Beispiel, die Rächer von Paris oder irgendwelche Namen. Was hättet ihr denn für coole Namen, die man in so einem Club geben könnte? Schreibt es doch mal in die Kommentare, das wäre doch mal interessant zu wissen. Wenn man so einen Club machen sollte, so einen kooperativen Assassinen-Club. Die spielen ja auch noch ein paar Kumpels von mir, deswegen könnte sich das ja anbieten. So, bevor ich jetzt noch das mit dem Umhang ausprobiere, will ich jetzt echt zum Hotel marschieren. Es dauert das wieder 28 Jahre. Und den Rest kümmere ich mich dann so drum, dass ihr das dann auch frühzeitig mitbekommt. Oh, einmal Unterschlupf bitte. Nee, ich muss hier einmal über die Brücke natürlich. Oh, da treten wir im Gebiet, was wir noch gar nicht wirklich entdeckt haben. Ah, das stimmt gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Was erzähle ich denn hier? Haben wir natürlich auch schon entdeckt, größtenteils. Da vorne ist unser Ziel. Ich markiere es mir ganz kurz mal auf der Karte. Und da muss ich überhaupt nicht... Naja, da habe ich mich mal fett verlaufen. Ich dachte, da ging es rechts rum, aber irgendwie bin ich dann doch ein bisschen falsch. Oh, sorry. Tut mir leid. Aber wie soll ich denn da rumkommen dann? Gibt es hier noch einen anderen Übergang? Vielleicht da hinten lang? Oh, hier wird schöne Musik gemacht. Hallo, die Damen und Herren, die Herren. Monsieur. Ich habe ja öfter mal Monsieur gesagt, wenn er es so vorliest, ist natürlich völlig falsch, ist natürlich völliger Humbug. Das heißt natürlich Monsieur, das ist mir auch klar. Aber wenn er zwischendurch mal es vorliest... Und ich jetzt auch nicht so der Meister des Französischen bin, der das direkt umschaltet. Nicht so wie im Englischen quasi. Ja, dann läuft das so. Ich hab dich schon erwartet und ich bin nicht allein. Tja. Und ich habe euch schon erledigt. Und ich bin allein. So, ich hoffe, ich konnte diesen Bettlern helfen. Und 8 von 15 Massenereignissen wieder. Tada! Und schon wieder was eingesagt. So, hier über die Brücke müssen wir. Und dann kommen wir jetzt auch in die Nähe. Obwohl die andere Brücke hätte vielleicht auch geklappt. Ich bin mir gar nicht sicher. Vielleicht hätte ich auch gar nicht zurücklatschen müssen. Aber ist okay. Haben wir uns wieder einen kleinen Spaziergang durch die Nacht erlaubt.
Sieht schön aus. Ja, und hier, wie gesagt, das ist natürlich, ich weiß gar nicht, ob die damals, da müssen ja schon Gas betrieben worden sein. Und das wurde ja oft aus Walen gewonnen, das Gas für die Lampen. Also aus dem Tierwal. Dem Säugetier wohlgemerkt, denn Wale sind ja keine Fische, wie wir alle wissen. Oh, wir sind schon Soldat vom Rang her übrigens. Das ist ja, jetzt passiert endlich mal was. Die Bezirke haben ja auch eine Sternangabe, habt ihr vielleicht gerade gesehen. Daran kann ich mich orientieren, welche Schlösser ich mit Stufe 1 theoretisch knacken könnte. Wo ich mich ja auch noch irgendwann mal widmen will in 20 Jahren, aber man wird ja immer wieder abgelenkt. Es ist ja immer wieder was Neues in diesem Let's Play los. Ihr seht es ja selber, ihr kennt es ja. Aber das macht das Spiel auch so reizvoll. So, jetzt müssen wir da irgendwie nach oben. Ich finde, das sieht so geil aus hier gerade mit dem Licht. Klasse gemacht. Wie viele Diebe hier auftauchen. Das ist ein bisschen übertrieben. Da könnte ein bisschen weniger auch gestaltet sein. Das finde ich auch bei Far Cry. Auch wenn es ein Spiel ist, würde es vielleicht ein bisschen mehr zur Atmosphäre da beitragen, wenn nicht ganz so viele Leute da auftauchen würden. Und los geht's mit der nächsten Mission. Woran war Lafreniere nur so interessiert? Bringt ihn nach oben. Beeilung! Latouche, alter Freund. Ihr kommt ganz schön rum, oder? Der lebt noch? Wie kann das sein? Den müssen wir doch fünfmal den Kopf kürzer gemacht haben. Latouche finden. Attentat aus einem Versteck mit Berserkerpfeil, vergiftete Schützen. Ja, das können wir mal da vorne erledigen, theoretisch. Und da hinten wird wieder gefightet. Dem können wir uns jetzt aber nicht annehmen. Das ist einfach viel zu auffällig. Oh, das ist auch auffällig. Ich bin doch nur ein freundlicher Herr. Wir würden dir gerne den Ausblick von der Speerspitze zeigen. Weißt du was, jetzt habe ich eine Idee, wenn das schon empfohlen wird. Nehme ich mal die Berserkerklingen. Ich weiß noch nicht, wie weit die gehen. Ne, so treffe ich den nicht. Aber wenn jetzt gerade umgedreht... Ah, dreh dich wieder um. Sehr schön, mein Freund. So ist fein. Ich will das Geld, und zwar sofort. Du wusstest, dass der Tag kommt, dich, ja? Und du schuldest mir was. Raus hier, aber sofort. Das ist deine Antwort? Ich zeige dir, wie ernst es mir ist. Ich will sehen, wie du ohne Gesicht aussiehst. Gefällt dir nicht? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Das ist kein Schütze. Da würde das nicht zählen, glaube ich. Du bettelst ja darum. Und da vorne stehen aber direkt zwei Schützen. Insofern warte ich jetzt noch kurz, bis der Typ hier vorbeikommt. Und dann erledige ich den Kauz. Unser nächstes Ziel, Latouche. Der Lakai vom König der Ratten. Marquis de Lassard, das hat jemand in die Kommentare geschrieben, ist der Wortbegründer des Sadismus. Das wusste ich natürlich auch nicht. Ich habe jetzt leider den Namen nicht auf Lager, aber du wirst sicherlich wissen, wer das war. Also wer du bist, der das in die Kommentare geschrieben hat. Ich hab's mir leider nicht aufgeschrieben. Tut mir leid. Aber vielen Dank auch immer für die netten Hinweise. So. Und der hat jetzt mal einen Berserkerpfeil, einen guten alten Bersi drin. Irgendwie so... Bleib stehen! Lüssig. Okay. Ja, die Jungs ärgern sich hier ein bisschen. Einer nach dem anderen, bitte. Wir müssen auch nur den... Schützen eliminieren. Attentate aus einem Versteck. Das ist meine patriotische Pflicht. Na, dann kommen wir jetzt gucken, dann. Du hast ihnen von mir erzählt. Du hast sie benutzt, mich in diese Zelle werfen zu lassen. Das wirst du bereuen. Oh. Sorry, gehen leider nicht aus dem Versteck. Boah, was macht der denn für Schaden? Alter Schwede. Schnell mal ein Healthpack reinpfeifen hier. So ein Medikit. Verbandszeug oder was auch immer. So, wäre auch eliminiert. Wollen wir denn die nächsten Schützen hier? Da unten haben wir welche. Da oben ist auch noch einer, aber ist aber auch kein Schütze. Schade, hätte ich jetzt beide mit Berserkerpfeilen betäuben müssen. Über uns drüber scheint aber auch noch jemand zu sein, oder? Nee, nicht über uns drüber, sondern eine Etage tiefer. Aha, okay. Das Problem wäre also noch kein Problem. Zumindest jetzt noch nicht. Wir mit unserer Edward Kenway-Montur, jetzt haben wir sie auch mal angezogen. Ja, aber interessante Frage, wie könnten wir unseren Club nennen? Beziehungsweise unsere Crew, unsere Gilde, unseren Clan. Boah, wie viele da unten sich noch rumtreiben und hier irgendwo im Gebiet
befindet sich auch der gute Latouche. Da kommen wir auf jeden Fall rein. In den Laden. Haben wir hier noch Schützen irgendwo? Ja, der zählt ja nicht als Schütze. Das ist ja nur so ein normaler Hampelmann. Und der da vorne auch ist einfach nur so ein ganz normaler Stinktierbursche. Deswegen machen wir den jetzt auch platt hier einfach, so eiskalt, wie wir sind. Und den Kollegen auch. Tut mir leid. Ja, jetzt können wir auch noch mal ein bisschen Zeit haben wir gerade, noch mal den zu plündern. Zeig mal wer, was hast du da an der Tasche? Ach schön, 57 froh. Machen wir noch mal rein. Ach, guck mal, das süße Kätzchen. Da rennt da so eine kleine Katze über den Weg. Oh, komm her. Hi. Na? Manchmal rennen die dann einem auch so ums Bein und so, aber ich glaube jetzt nicht in dieser Mission. Oh, Backe. Steht eine Kutsche da unten. Ist das ein Feind? Nee, ist keiner. Aber trotzdem sind hier doch jede Menge Leute am Start. Und hier vorne gab es ja dieses Fenster. Wo war denn das jetzt? Ah, da unten drunter, ne? Den könnten wir jetzt auch von hier oben eliminieren. Machen wir auch mal, komm. Weil es so lustig aussieht. Zack. Ein Luftattentat gibt auch extra Credo-Punkte. Yeah. Schwupps. Und was hat er dabei? 57 Franc für uns. So, jetzt haben wir hier aber nicht das offene Fenster. Das ist da vorne, ne? Wo war das denn? Da vorne bin ich schon viel zu weit. Aber war gar nicht so schlecht. Hätten wir uns da rausgelehnt und der andere hätte uns gesehen, wäre das auch nicht so gut gekommen. Insofern hätten wir den eh erledigen müssen. Also war der Weg eigentlich genau der richtige. Jetzt haben wir hier ein bisschen eine kleine Atempause. Und eigentlich wollte ich die Folge jetzt beenden, aber wisst ihr was, weil ihr das so fleißig unterstützt, machen wir heute mal eine längere Folge. Komm, weil ihr immer so fleißig Daumen hoch gebt, so viel Kommentare beantwortet, so viele Fragen und ich freue mich da immer auch die Kommentare durchzulesen. Deswegen, oh, erstaunlich übrigens, wie der Arno hier so lange hängen kann, ne? Naja, wir hüpfen mal da runter jetzt. Was war das? Oh, den da unten habe ich gar nicht beachtet, der hat uns beinahe erwischt. Wir sind zum Glück noch nicht aufgeflogen, aber jetzt wird's heikel. Da machen meine alten trüben Augen einen Schatz aus, den wir wahrscheinlich eh noch nicht öffnen können. Und eine Tür. Ah, zwei Sterne. Die kriege ich nicht, oder? Ich glaube, das bedeutet zwei. Ja, die ist noch, die ist einfach zu schwer. Das bringt gar nichts damit anzufangen, überhaupt die Tür irgendwie zu versuchen. So. Oh, da war noch eine Wache drin. Verfluchter Gemäßigter! Ich habe dich gar nicht gesehen. Du bist mir nicht aufgefallen im Augenwinkel. Na, dann komm her. So. Du zählst ja noch nicht mal als Schütze, du Sack. So, jetzt hätten wir ihn. Kleine Probleme im Gebäude. Ich sollte mehr wieder Adlerauge benutzen. Adlerauge ist wirklich eine große Hilfe in dem Spiel. Ja, und die ist auch, ich glaube, das ist sogar eine Dreiertruhe. Was zur Hölle? Ist das wirklich eine Truhe mit drei Stiften? Ach Gottchen. Nur um es euch mal zu zeigen, eben niemals. Denn wir Schlossgang ein, weil die Mission viel später machen müssen erst. So, hier können wir aber vielleicht unseren Kill aus dem Versteck kriegen, wenn er jetzt rumkommt. Nein, tut er nicht. Mist. Und wie konnte der uns überhaupt sehen? Ah, der kann da vorbeiblicken. Ich dachte, dieser chinesische... Au, Backe. Mist, Mist, Mist. Im Prinzip führt die Tür aber eh nur hier rein, oder? Also... Ist jetzt auch nicht so viel wert, dass man die knackt. Was geht da im Hinterzimmer vor? Wer weiß. Und wenn du klug bist, ignorierst du. Das ist seltsam. Was, das war noch ein Attentat aus dem Versteck? Ach nee, kein richtiges Versteck natürlich. Ich verstehe. Aber dafür hat das gut geklappt. Haben wir wieder die Leichen gestapelt. Versteck ist natürlich gemeint beispielsweise, ja, wenn ich mich jetzt in so einem Schrank verstecke oder in einem Heuhaufen, dann würden wir auch diese Extra-Mission noch erledigen mit Attentat aus einem Versteck. Aber wie gesagt, die mache ich, wenn es klappt, wenn nicht, dann nicht. Ich werde mich da jetzt nicht besonders ins Zeug legen, um diese zu lösen. Die Huldigung Brutus ein Verbrechen, das mit dem Tode bestraft wurde. Caligula verdammte zum Tode, wer das Sakrileg beging, sich vor dem Bild des Herrschers zu entblößen.
als die Tyrannei das Verbrechen der Majestätsbeleidigung erfand, wobei es sich um belanglose oder heroische Taten handeln konnte. Wer hätte da noch zu glauben gewagt, er würde mit einer milderen Strafe als dem Tod davonkommen? Machte er sich doch derselben Straftat schuldig. Wie spät es heute werden wird. Als der Fanatiker. Wie lange sollen wir noch warten? Ich muss mich um meine Geschäfte kümmern. Ach, nur etwas länger. Der Großmeister will die Reihen der Politiker richten. Und dann kommen wir auch zu Es wird sich alles gut. Das schmeckt. Der Plan ist ja nicht so riesig. Und wir dürfen auch La Prenière. Nicht gut. Wow. Na gut, dem Gespräch konnte ich jetzt nicht wirklich lauschen. Da bin ich aufgeflogen. Da bin ich ein bisschen zu voreilig hier vorgegangen. Das ging aber gerade noch gut. Shit, jetzt habe ich ihn wieder verloren, oder was? Da unten ist er. Oh, oh, oh. Und da oben haben wir eine Wache. Das wird ein Problem. Und wenn Latouche jetzt hier die Leichen sieht, zum Glück sieht er sie hoffentlich nicht. Ich könnte ihn jetzt sowas von um die Ecke bringen. Ha, die lagen genau richtig, die Burschen. Haben wir nochmal Schwein gehabt. So, und hier müssen wir jetzt echt aufpassen. Seid ihr fertig? So gut wie. Das Problem ist, ich kann das den ganzen Tag machen. Aber du hast vielleicht noch eine Stunde, höchstens zwei. Eine halbe mit den scharfen Werkzeugen. Also, warum lassen wir nicht die Spielchen und kommen zum Punkt? Sag mir, wo es ist, und du hast es hinter dir. Wie war das? Ihr seid sehr klug. Rui, mach dir sauber, schnell. Komme sofort. Oh. Ihr habt das Wiesel gehört. Ruhe in Frieden, Freund. Gehört in die Gosse. Fahrlässig. Jemand hätte es sehen können. Wer? Meine Jungs überwachen hier alles. Jeder gute Samariter wird's bereuen. Das hoffe ich. Der Großmeister wird nicht erfreut sein, wenn der ganze Plan wegen eines... Nein, nein, du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Geh weiter. Das hoffe ich. Der Großmeister wird nicht erfreut sein, wenn der ganze Plan wegen eines toten Tagelöhners auffliegt. Latouche, also auch mitten bei den Templern dabei. Oh, krass. Jetzt sind die alle da drin. Gleich 5 Top-Ziele. Wenn ich das richtig gesehen habe. Die Frage ist nur, wie kommen wir da rein am besten? Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. In einem Atemzug verschwört er sich gegen die Revolution. Im nächsten verspricht er, bei ihrer Umsetzung zu helfen. Große Taten erfordern Geduld, liebe Freundin. Wenn Paris noch etwas länger leiden muss, um die Welt umzugestalten, dann muss es so sein. Warum beseitigen wir ihn nicht einfach? Einer meiner Männer, ein Messer, eine dunkle Gasse, ein Kinderspiel. Wir brauchen einen Sündenbock, Kapitän, keinen Märtyrer. Übt euch in Geduld. Bei allem Respekt, Großmeister. Geduld ist schön und gut. Doch je länger wir warten, desto größer die Gefahr der Entdeckung. Die Assassinen fanden Sivert und den Roi de Thun bereits. Sivert und der Roi haben ihren Zweck bereits erfüllt. Ihr Ableben ist zwar unerfreulich, aber kein Hindernis. Und die Assassinen haben ihren Nutzen unter guter Führung schon bewiesen. Was ist mit de la Serres Brut? Wenn sie die alte Garde um sich scharen kann, wird sie zu einer Gefahr. Darüber macht euch mal keine Sorgen. Wieso nicht? Mademoiselle de la Serres macht sich bald auf den Weg zum Hotel Voisin. Zu einem Treffen mit Monsieur Lafreniere.
Leider kann Monsieur Lafreniere hier nichts mehr sagen. Elise! Elise ist in Gefahr. Ihr Großmeister. Doch ihr hattet auch schon Reibereien mit den Assassinen. Bei allem Respekt. Euer Glück kann nicht ewig währen. Wohl wahr. Dann überlasse ich die Ausführung unseres Planes euch, meine Damen und Herren. Ich werde mich ins Sanktuarium zurückziehen und auf die letzte Phase warten. Sind die überhaupt falsch? Gut so, Kapitän. Ich verdreifache die Wache. Wie ihr wünscht. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Komm schon, wir sperren hier unten zu und gehen was trinken. Der Großmeister der Templer ist der Kerl, der Waffen schmiedet. Ich bin mir jetzt hundertprozentig sicher. Ich habe es ja schon vermutet. Und der hat auch was mit dem Weisen zu tun, der neue Großmeister. Oder zumindest der Typ, der die Fäden zieht. Und den hatten wir ja schon in unseren Fängen quasi. Er hat uns aber erzählt, hey, danke, dass du mich hier rausholst. Okay, das sind verdammt viele. Unser Schlossknackenskill reicht leider noch nicht aus. Deswegen müssen wir uns jetzt hier den richtig zuwenden. Ganz leise gekillt. Ganz leise gekillt. Und ein bisschen leiser gekillt. Sehr schön. Besser hätten wir es kaum machen können. Ich muss auch mal unbedingt wieder die Verkleidung benutzen. Das darf ich echt nicht vergessen. Und ich werde es oft noch tun, mit Sicherheit. So, hier noch schön den Kram mitnehmen. Und dann begeben wir uns mal ganz schnell hier raus. Jetzt nimmt die Story langsam endlich auch mal ein bisschen Fahrt auf. Das war ja alles noch Vorgeplänkel. Jetzt geht es jetzt richtig los, Freunde. Der Spion? Warum wissen die von mir? Ja klar, wenn du Dienst hast, du alter Hampel. Hättest mit deinen adligen Freunden fliehen sollen, Verräter! Bastard! Ein schönes Ausweichmanöver. Und schnell noch ein bisschen Medi rein. Zum Glück haben wir uns echt Lebensenergie organisiert, also Verbandszeug. Das war wirklich ein wichtiger Schritt. Oh, eine Brille für 12 Francs. Jetzt ist die Frage, gehen wir oben oder unten lang? Spion der Royalisten, ihr habt sie ja nicht mehr alle, aber glaubt das ruhig. Oben sind natürlich noch reichlich Freunde. Ich will jetzt auch nicht unbedingt rennen. Hier haben wir auch wieder 3 Stück. Und denen könnten wir mal Hallo sagen. Vielleicht kann man es hier so vorbei manövrieren. Klappt tatsächlich. Spür die Revolution! Versuchst du wegzulaufen? Oh oh. Du gehörst mir! Ich nehme nicht auf, bis... Die brauchen wir ganz schnell, die Rauchbomben. Okay, sie sind aktiviert. Okay, jetzt aber, komm. Sicher habt ihr anderswo dringende Geschäfte. Ey, ich kann mich gerade nicht bewegen. Was soll der Mist? Ich hänge ja gerade fest irgendwie. Ich habe nicht ewig viele Rauchbomben. Und ich werfe immer zu viele. Okay, ich hau ab. Na, das werden wir sehen. Ich hau hier ab. Und ich sag dir, ich entkomme. Wow. Gerade wird's richtig brenzlig hier. So, jetzt hier rüber. Zum Glück sind hier keine Feinde mehr auf dem Dach. Na, das hätten wir erledigt. Der Jakobiner-Club. Erinnerung abgeschlossen, liebe Freunde. Hat doch wunderbar funktioniert. Mit ein paar kleinen Tücken, ein paar kleinen Ecken, aber insgesamt kann man da nicht meckern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns wieder. Bis dahin.